Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, wieder einmal zum Thema Low Carb. Heute was ganz Leckeres aus Rindfleisch. Wir kennen sie alle, die haben wir schon als Kind von der Mama gemacht bekommen, beziehungsweise auch manchmal von der Oma. Das sind die feinen Rindsrouladen, wobei es heute keine Rindsrouladen gibt, sondern heute gibt es Beef Cannelloni, mal was anderes. In der Regel natürlich ganz klar Low Carb, die sind gefüllt mit Mais und mit Bohnen, mit Zwiebeln und mit Knoblauch. Und wir haben heute eine Beilage mit dabei. In der Regel könnte man jetzt, wenn man es mittags isst, mit vollwertigen Kohlenhydraten zuführen. Das heißt, man kocht sich dazu einen Wildreis, einen Vollkornreis, Vollkorn-Dinkelnudeln eine kleine Menge oder auch eine Ofenkartoffel. Wir machen es heute mal mit einer Alternative, kennen vielleicht einige noch gar nicht. Ist aber eine recht leckere Reisalternative. Und zwar Quinoa. Das ist ein leckeres Getreide. Das Ganze schmeckt mild-nussig und hat hervorragende Nährwerte. Wir haben hier auf 100 Gramm 60 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Protein, 12 Gramm Protein und 5 Gramm Fett mit einem hohen Ballaststoffanteil. Das gibt es heute zu. Einfach mal was anderes, weil irgendwann können wir den Reis nicht mehr sehen, die Vollkornnudeln nicht mehr sehen und natürlich auch die Kartoffel isst man irgendwann mal über. Aus diesen Gründen kann ich das mal empfehlen, relativ leichte Zubereitung. Kommen wir zu den Zutaten der Beef Cannellonis, Cannellone della Bifa. Und zwar natürlich hier der Hauptakteur, die Rindsrouladen, heute mal als Beef Cannelloni. Da hinten ein Teil der Füllung. Einmal haben wir hier braune Bohnen, dann haben wir hier einen Mais, dann haben wir hier, das ist für einen Tomatensalat dazukommt. Natürlich nicht hier in die Rindsrouladen, sondern der ist für einen Tomatensalat. Dann haben wir hier einmal zwei kleine Zwiebeln, etwas schärfer. Dann haben wir hier zwei Knoblauchzehen, sehr klein gehackt. Dann haben wir hier natürlich was für die Mischung, für die Füllung. Das ist einmal ein Reibekäse, das ist einmal ein sehr leichter Schmelzkäse. Das wird nachher vermischt mit den Bohnen und mit dem Mais, das gibt die Füllung. Und dann haben wir hier hinten natürlich die ganzen Gewürze, die wir dazu benötigen. Das ist einmal hier auf der rechten Seite Oregano, dann haben wir pikant gewürzt von der Firma Fuchs, ein Basilikum. Dann haben wir hier Chili, dann habe ich hier Salz und habe hier natürlich einen schwarzen Pfeffer. Hier haben wir nochmal etwas Rapsöl fürs Anbraten. Und da haben wir die Auflaufform, da kommt nachher das Ganze, wenn es fertig ist, rein, kommt dann in den Backofen. Weil meine Beef Cannellonis werden im Backofen gemacht. Während die Pfanne langsam warm wird, damit ich hier die Rindsrouladen, die ich jetzt ein bisschen eingesalzen habe, ganz kurz anbrate mit jeweils 30 Sekunden auf jeder Seite. Nur so kurz angebraten sind, dadurch schmeckt es noch etwas leckerer, werde ich natürlich jetzt mal hier meine Tomaten pimpen. Einmal mit Oregano. Es gibt nachher einen super leckeren Geschmack. Da muss man natürlich ordentlich hier reingeben, wobei ich natürlich hier das Ganze mal zumachen, holen wir mal die größere Öffnung. Und natürlich hier zack, zack, hopp, hopp, wo sind wir? Hier. So, dann machen wir hier noch ein bisschen das Ganze mit ordentlicher Würze. So, hier nochmal, dann das Basilikum dazu. Und das wird nachher schön ordentlich rumgerührt. So haben wir natürlich eine schöne italienische Geschichte. Und hier haben wir noch ein bisschen Chili, wobei man das Chili jetzt erstmal, na, da muss ein bisschen vorsichtig sein mit Chili, weil das natürlich sehr scharf ist. Meine Tochter isst heute mit. Meine Frau ist kein Rindfleischfreund, von dem her habe ich den Herpude bekommen. Meine Tochter ist mit, von daher muss ich da natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. So, da haben wir die Rindsrouladen bzw. Beef Cannellonis, kurz angebraten, jede Seite ins maximal 30 Sekunden, jede Seite. Kurz und schnell, nicht zu heiß, mit ein bisschen kaltgepresstem Rapsöl und jetzt geht's los. Jetzt wird das Ganze gefüllt, wobei ich natürlich vorher erstmal hier die Bohnen und den Mais mit dem Schmelzkäse anbringe und auch noch im Reiskäse unterbringe und natürlich hier nochmal mit den Zwiebeln vermische. Hier haben wir jetzt die Mischung aus Mais, braune Bohnen, die Zwiebeln, den Knoblauch und natürlich den Schmelzkäse hier hinten und natürlich hier den Beleid Reibekäse. Vom Schmelzkäse ca. 25 Gramm, vom Reibekäse ca. 25 Gramm. Das werden wir jetzt vermischen und dann kommt es hier auf die Beef Cannelloni und wird dann mit den Spießen, die da hinten versteckt sind, gespießt, gerollt und dann hier in die Auflaufform mit Tomate à la Provenzale aufgefüllt
und dann kommt es in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft. So schaut es vor dem Rollen aus, so schaut es nach dem Rollen aus, so schaut es nach dem Spießen aus. Und so sieht das Ganze nach dem Spießen auf, aus, nicht auf. Und hier drin, hier drüben, da haben wir ein bisschen Oregano, ein bisschen Basilikum drin, ein bisschen Pikant und ein bisschen schwarzen Pfeffer und dann minimal ein bisschen Chili. Und das kommt jetzt hier rein, wird aufgefüllt und dann kommt es ab in den Backofen bei 160 Grad Umluft für circa 40 Minuten. Und so schaut es aus, wenn die Tomatensauce mit dabei ist. Und jetzt geht's ab in den Backofen. Während hier unten im Backofen das Ganze bei 160 Grad Umluft die nächsten 40 bis ca. 45 Minuten am Garen ist, bereite ich schon mal die Quincha vor. Das ist sozusagen ein Reisersatz. Das Getreide kommt aus Bolivien. Das Ganze muss man vorher erstmal relativ gut abwaschen. Das habe ich jetzt gemacht. Dann zwei Teile Wasser zum Kochen bringen, das wird jetzt gleich passieren. Dann das Ganze ins kochende Wasser, Hitze zurückdrehen und das Ganze 15 Minuten quellen lassen und erst ganz zum Schluss einen Anteil Salz dazu, leicht salzen, damit das Aufquellen nicht verhindert wird. 40 Minuten sind vorbei. So schaut es aus, wenn es aus dem Backofen rauskommt und jetzt werden wir das Ganze portionieren. Einmal eine kleine Portion für meine Tochter, eine etwas größere Portion für mich. Da haben wir jetzt das Quincha dazu. Dazu gibt es noch einen leckeren Tomatensalat mit schönen Zwiebeln, schönen Dressing. Das war's heute wieder zum Thema Low Carb Küche. Das waren die leckeren Beef Cannellonis, gefüllt mit Mais, Bohnen, Schmelzkäse und dann natürlich noch ein bisschen Streukäse, der verschmelzt. Das Ganze natürlich im Backofen, war sehr lecker. Müsst nur aufpassen, dass ihr das mit der Hitze ganz gut hinbekommt, weil der Backofen ein bisschen unterschiedlich heizt. Ansonsten werden euch sonst die Beef Cannellonis etwas zu trocken. Ganz kurz anbraten auf jeder Seite in der Pfanne, also wenn ich nur minimal, weil die sind ja super dünn, die Rindsrouladen, also ich glaube es waren keine 30, waren 20 Sekunden, gerade ganz kurz anbraten, raus, dann natürlich Rollen füllen und in die Auflaufform und die Auflaufform gut füllen mit dieser Tomatenmischung und vor allem natürlich auch mal zwischendurch den Herd aufmachen und einfach die Beef Cannellonis einmal drehen, dass die andere Seite oben ist, dann hat die feuchte Seite, die von unten kommt, natürlich ein bisschen mehr Feuchtigkeit und so trocknet es nicht aus. Viel Spaß beim Nachmachen, hat sehr lecker geschmeckt, ist aber eher was für einen Sonntag gedacht, weil man braucht dann natürlich für die Zubereitung schon etwas länger. Das geht nicht innerhalb von 20, 30 Minuten mit der Zubereitung, Vorbereiten und Backofen ist man da schon eine gute Stunde damit beschäftigt. Somit war es das alles zum Thema. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.